Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich russische Pampuschki gebacken auf Wunsch von meiner einen Zuschauerin und die hatte besonderen Wunsch gehabt, dass die Pampuschki werden frittiert. Nicht im Backofen gebacken, sondern frittiert. Und das habe ich heute gemacht. Aber die Pampuschki kann man auch im Backofen in eine Form rauslegen und auch backen. Klappt es auch. Dann ist es nicht so kalorievoll. Aber die im Fett gebacken schmecken auch wunderbar lecker. Und schauen Sie bitte rein. Ich habe schon eine aufgerissen und mal nachgeschaut. Ich habe schon eine sogar gegessen. Und die schmecken so lecker, so weich, so fluffig. Und eigentlich geht es absolut nicht kompliziert, einfach und schmeckt gut. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich zeige euch, wie ich die gebacken habe. Für den Teig brauchen wir nicht viel Zutaten. Mehl, bisschen Wasser, jetzt Hefe anrühren, ein Teelöffel Zucker, ein Teelöffel Salz und irgendwas Saures. Ich habe jetzt mein Milchgefäß abgesiebt und kann es nutzen. Wenn ihr Joghurt habt, könnt ihr Joghurt nehmen. Wenn ihr zum Beispiel Buttermilch habt, könnt ihr Buttermilch nehmen. Wenn ihr nichts habt, kann man auch Wasser nehmen. Oder im Wasser einfach ein paar Esslöffel Schmand oder Sauersahne anrühren. Funktioniert auch alles. So, erstmal werden wir mit etwas, ich weiß nicht, vielleicht so 50 Milliliter habe ich Wasser, warmes Wasser genommen und nicht ganz die Hälfte von den Würfel von den Hefe habe ich noch hier Rest, mache ich rein. Gebe einen Teelöffel Zucker, dass die Hefe könnte sich besser entfalten, einrühren, dass die Hefe sich auflösen. Und lassen wir die jetzt erstmal so ein bisschen entfalten, aufgehen. Kann man ganz bisschen Mehl draufstäuben. Kann man, muss aber nicht. Geben wir den sauberen Tuch oben drauf und lassen wir so 10-15 Minuten. Können wir reinschauen. Wenn ihr seht, dass die Hefe angefangen zu arbeiten, können wir weiter den Teig anmischen. So sind jetzt 10 Minuten vorbei. Schauen wir rein. Oh ja, die blubbern schon. Da könnt ihr sehen, lassen schon Bläschen, oben richtig schön Schaum, können wir schon Teig anmischen. Rühren wir das rein, geben wir jetzt, ich habe ein bisschen aufgewärmt, in so ein Schüsselchen mit heißem Wasser reingestellt und mein jetzt Kefir etwas warm. Geben wir das alles rein, ein Teelöffel Salz oder nach Geschmack. Und so ungefähr so 2 Esslöffel Öl. Oder kann man ein bisschen geschmolzene Butter auch reinmachen, das bisschen so Fettgehalt im Teig zu erhöhen, dann Teig schmeckt es viel besser. Ich setze mein Milchgefäß immer auf den fettarme Milch 1,5 und deswegen braucht man schon ein bisschen Fett im Teig. So, und dann geben wir zum Schluss Mehl. Ich werde euch die ganze Rezept unten wie immer in Beschreibung reinstellen, weil meistens mache ich meine Teige immer so prima Daumen und sozusagen auf die Augenmaß. Und jetzt, wenn ich euch will zeigen, dann messe ich immer und dann erstelle ich es den richtigen Rezept, dass ihr ungefähr wisst, wie viel was ihr braucht. Wir sollen einen schön weichen Teig erstellen. Immer noch ein bisschen Mehl dazu geben, dann wisst ihr genau, wie viel Mehl braucht ihr noch. So, jetzt kann ich Hand nehmen, weil es muss mal füllen. Jetzt nicht zu viel Mehl reinmachen, dass der Teig nicht zu fest wird. Noch ein bisschen, es klebt noch stark an die Hand, das wird bestimmt ausreichen. Gebe ich jetzt auf die Arbeitsfläche. Einfach mit dem Mehl den Schüssel abreiben, die Hände auch. Und werden wir jetzt unseren Teig richtig durchkneten. So, und wenn wir jetzt alle Krümel schon im Teig haben, geben wir auf die Hand ein bisschen Öl.
können wir gleich auch über die Schüssel machen, weil wir brauchen auch ein bisschen anfetten. So, die Schüssel ist bereit. Hände schön mit Öl einreiben und kneten. Dass später unsere Pampuschken schön locker und luftig sind, dürfen wir nicht zu viel Mehl in den Teig reinstopfen, dass der Teig nicht zu fest wird. Er soll so ein richtig schöner, so ein geschmeidiger Teig sein. Das sieht gut aus. Und wenn es merkt ihr, dass es ein bisschen klebt, dann nehmt ihr noch ein bisschen Öl als Mehl. Und dann schaut ihr bitte, es klebt doch nicht und geht wunderbar. Es fühlt sich so schön angenehm und weich, das will man ihn einfach kneten. Machen wir ihn zu einem Kugel, legen wir in unsere Schüssel und decken wir oder mit Deckel oder mit Handtuch und lassen wir ihn gehen. Was würde ich euch sagen? Für dieses Rezept würde ich, wenn ihr Zeit habt, lieber so zweimal nochmal gehen lassen. Jetzt, wenn er hochgegangen, runter ihn machen, nochmal gehen lassen, nochmal runter machen und dann, wenn er dritte Mal aufgegangen, dann ausbacken. Das merkt man wirklich einen großen Unterschied, ob ich jetzt, wenn er aufgegangen ist, gleich backe oder ich lasse ihn zwei, dreimal gehen. Und wenn ihr das sowieso macht, ihr bestimmt sowas ans Wochenende. Ich zum Beispiel mache es ans Wochenende, weil in die Woche hat man nicht so viel Zeit mit Hefeteig zu arbeiten. Und ans Wochenende nimmt man sich schon Zeit und lässt mal den Teig ein paar Mal gehen. Jetzt ist ungefähr 40 Minuten vergangen und ihr seht, dass der Teig ist schon hochgegangen. Machen wir einfach runter. Hört ihr, wie die Luftblase rauslässt, einfach runterdrücken und nochmal zu und nochmal gehen lassen. Ich lasse ihn einfach hier bei Zimmertemperatur in der Küche einfach aufgehen. Decke extra mit dem Deckel zu, dass nicht zu viel Licht reinscheint, weil es eigentlich für den Teig besser, wenn es dunkel, warm und kein Luftzug gibt. So, liebe Freunde, jetzt geht es wieder weiter. Mein Teig habe ich jetzt zweimal runtergedrückt und wieder gehen lassen. Jetzt ist er schon dritte Mal aufgegangen, so fluffig wie er ist. In dieser Zeit, bis mein Teig fleißig gearbeitet hat, war ich auch fleißig und habe dieses Käsetorte mit Baiserhaube gemacht. Das ist unsere Lieblingskäsetorte für meine Tochter. Wenn ihr Interesse habt, kann er euch ein Info oben jetzt reinstellen. So, jetzt werden wir mit unserer Pampuschken weiterarbeiten. Dafür werden wir jetzt kleine Dinge machen. Erstmal den Teig wieder ein bisschen drücken. Und dann können wir einfach mit der Hand so ausdrücken. Am besten, dass sie klein sind. Und wenn euch an die Hände klebt, was ich natürlich nicht vermute, dass so wird, bisschen hier mit Mehl einstäuben kann man. Und werden wir die lieber vorbereiten, weil zu braten geht es wirklich schnell. Und durch dass das Öl ein bisschen im Teig ist, sie kleben die eigentlich nicht. So bereiten wir die vor, so ein bisschen, dass die einigermaßen gleich sind, wegen schon braten. Einfach so Teig ziehen und drücken. Wenn wir schon zu Ende sind, dann müssen wir die Pfanne mit viel Öl schon anmachen, dass die Öl heiß wird. So, jetzt habe ich die alle fertig gedreht, war ein bisschen kurz abgelenkt, ein paar Minuten, die sind sogar ein bisschen aufgegangen. Jetzt gehen wir zum Ofen und werden wir die braten. So, den Ofen habe ich schon angemacht und habe schon Öl reingemacht. Öl muss man wirklich reichlich reinmachen, dass sie so fast schwimmen können. Dann hier habe ich Teller mit schon so ein Küchentuchpapier draufgelegt, wo wir die dann rausnehmen werden. So, jetzt werden wir etwas unser Fett testen. Es zwitschert. Ich denke, es wird schon gut. Probieren wir ein reinmachen, wie ihr wollt. Und dann gehen wir die nächste rein. Wir werden nicht ganz voll machen, den Pfanne,
dass die Platz haben zum Aufgehen. Die Hitze stellen wir. Ich habe 9 Stellen jetzt erstmal ab 7, ein bisschen runter, dass die nicht zu schnell braten und werden die von beiden Seiten goldbraun braten. Wenn ihr Fritteuse habt, könnt ihr auch in Fritteuse ausbacken. So, jetzt habe ich die schon umgedreht und werde dann auf die zweite Seite braten. Sehen die goldig aus, ja? In dieser Zeit, bis das unsere Pampuschke gebraten werden, können wir diese Knoblauchpaste zubereiten. Knoblauch habe ich schon hier durch die Presse gedrückt. Geben wir dann ein bisschen Salz drauf, etwas Öl, werden wir das richtig schön vermischen. So, erstmal werde ich die rausnehmen und dann zeige ich weiter mit dem Knoblauchpaste. Wie dunkel sollen die sein, musst du dann selber entscheiden. So, geben wir die nächste. Wenn ihr wollt, nicht zu viel Öl hier reinmachen, kann man einen Schluck Wasser machen, dass es ein bisschen so verdünnen sozusagen. Jetzt das besser später wird da auf die unsere Pampuschke geschmiert werden. So, jetzt dazu gebe ich noch die. Ich habe ganze bunt klein geschnitten. Werde erstmal die Hälfte nehmen und ein bisschen lasse zum Deko. Auch das schön vermischen. Und dann könnt ihr sehen, wenn es jetzt zu wenig Öl, dann ist das zu trocken und wird das schlechter verteilen. Deswegen mache ich einfach ganz bisschen Wasser. So, nur ein Schluck. So, jetzt können wir in diese Schüssel, wo ich jetzt diese Paste gemacht habe, unsere fertige Pampuschke reinlegen. Ach, die sind so luftig, so weich. Geben wir dann Deckel drauf oder Teller und einfach so schütteln. Nicht zu doll klopfen, nur schütteln, dass es überall Knoblauch drauf kommt. Dann sehen die dann so aus. Und jetzt können wir auch die Servietteller drauf packen. So, liebe Freunde, erstmal brate ich meine Pampuschke fertig und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. So, was Leckeres haben wir gebacken. Der Duft steht hier in der Küche. Wahnsinn! Es ist ein bisschen bei mir noch übrig geblieben. Und es kann man, wenn wir wirklich Borscht gekocht haben dazu, dann kann man auch in die Borscht reinmachen. Oder kann man jetzt ein bisschen Öl hier reinmachen und ein Schälchen daneben stellen. Dann manche wollen gerne, wenn die aufreißen, noch ein bisschen was da drauf machen. Und jetzt werden wir eine aufreißen, dass ich euch zeige, wie luftig sind die, wie weich sind die. Schaut sie bitte. Oh, Wahnsinn. Und die schmecken. Das müsst ihr unbedingt probieren. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachbacken. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Ich freue mich auf eure Kommentare sehr, sehr, sehr. Auf eure Daumen hoch. Vielen lieben Dank. Und ich werde mich freuen, wenn ihr wird mich besuchen auf meiner Webseite. Da tut sich auch mal ab und zu was. Es hat man nicht viel Zeit, aber ich versuche schon ein bisschen dran zu bleiben. Bleibt gesund, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!